Mit dem neuen Erbschaftssteuergesetz hat Paul gerade mehrere Millionen Euro gespart. Und jetzt fühlt er sich... Das neue Erbschaftssteuergesetz. Genial für Unternehmer wie Paul. Fühl auch du dich Dreck24 mit dem neuen Steuervergleichsportal. Dreck24. Hier check ich alles. Jetzt sagen Sie vielleicht, Erbschaftssteuer, muss ich mich dafür interessieren? Sagen wir, wahrscheinlich nicht. Also wenn Sie Normalverdiener sind oder gar arbeitslos. Aber wenn Sie reich sind, also so mit säckeweise Geld und dann auch noch eine Frau und Kinder haben, ja, dann wird's schon interessant. Warum? Ja, pass auf. Bei bis zu 200.000 Euro Erbe zahlte man bisher im Durchschnitt so rund um die 15% Steuern. Aber wenn Sie so richtig viel vererben, sagen wir mal 20 Millionen oder mehr, dann wurden bislang im Schnitt nur ca. 2% gezahlt. Yay! Im Prinzip super. Leider hat schon 2007 gesagt, das sei ungerecht und daher angeordnet. Der Gesetzgeber wird das Erbschaftssteuerrecht völlig neu regeln müssen. Ja, das klingt erstmal bedrohlich, aber keine Sorge. Ihr habt schließlich Verbündete, die auch finden, dass es eigentlich... Das Schönste gewesen wäre, das Bundesverfassungsgericht hätte die Erbschaftssteuer so gelassen, wie sie war. Da hatten sich alle dran gewöhnt. Aber das Gericht lässt nicht locker und fordert 2014 ein Ende der Praxis. Großunternehmen oberhalb der kleinen und mittelständischen Betriebe ohne jegliche Prüfung ihres konkreten Entlastungsbedürfnisses von der Steuer zu befreien. Was? Ja, ja. Wer eine große Firma erbt, soll Steuern zahlen. Aber zahlen muss nur, wer genug privates Geld hat. Und davon auch nur maximal die Hälfte. Also, was das neue Erbschaftssteuergesetz angeht, haben wir ja so eine Ahnung. Was ist Ihre Ahnung? Dass es nicht der große Wurf ist. Was Sie ahnen, richtig, ja. Na, sehen Sie, wer nur ein kleineres Vermögen hat, ist fein raus. Und der freundliche Herr von der Bank hilft Ihnen auch gerne beim Ausgeben. Zum Beispiel durch den Erwerb einer qualitativ hochwertigen Geldwaschmaschine. Die Dinger sind ungeheuer praktisch. Und wenn das Geld schön sauber ist, investieren Sie es am besten in eine Briefkastenfirma. Jetzt bleibt die Frage, was mit Ihrer richtigen Firma wird. Wie alt sind denn die Erben? Ich bin 13. Ich bin 12. Na wunderbar. Dann schenken Sie denen doch jetzt schon einen Teil der Firma. Denn Minderjährige ohne eigenes Vermögen zahlen auch weiterhin 0% Schenkungssteuer. Hallo? Ach guck, der Pöbel. Keine Sorge, auch für euch gibt's ein neues Gesetz. Hartz-IV-Empfängern drohen künftig höhere Bußgelder, sollten sie gegenüber dem Jobcenter falsche oder unvollständige Angaben machen. Na, ist doch schön, wenn sich der Staat um alle kümmert. Yippie!